Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen zu einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Werner. Hallo Werner. Hallo, grüß dich. Ja, 57 Jahre bist du alt. Ja, genau. Über was reden wir? Ja, über das Thema von gestern nochmal, über HNO. Und zwar, ich habe über 20 Jahre keinen Geruchs- und keinen Geschmackssinn gehabt und habe da sehr drunter gelitten. Über 20 Jahre? Ja, genau. Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also vom 29 bis 49 so ungefähr. Von 29 bis 49? Ja. Wie kam es zum Verlust des Geschmacks? Ich hatte eine sehr starke Bronchitis und danach habe ich überhaupt keinen Geruchssinn mehr gehabt und keinen Geschmack. Bronchitis abgeklungen war. Ja, wir hatten gestern ja auch eine Anruferin, die das auch erzählte. Ja, genau, der wollte ich. Das war bei dir auch komplett tot alles. Also alles weg, ja. Alles weg, auch kein extrem süßes, kein extrem saures, gar nichts. Doch süß und sauer konnte ich, salzig und süßes, das konnte ich schmecken, ja. Aber sonst eben nichts. Nichts, sonst gar nichts, sonst überhaupt nichts mehr, ne? Und dann bin ich zum Arzt gegangen und gut, die haben dann Bestrahlung und ja. Sprays und sowas alles mir gegeben, aber es hat alles nichts geholfen. Ja. Über Jahre nichts geholfen und die haben mich immer wieder ermuntert, das wird schon wieder und so. Und dann bin ich zu einer ambulanten Polypenentfernung gegangen. Das heißt, ich habe mir sie in der Praxis da entfernen lassen. Das war eine sehr unangenehme Sache für mich. Ja. Weil das da so ambulant gemacht wurde, das war nicht so schön. Aber wie gesagt, ich hatte dann gehofft, dass ich dann auch wieder riechen kann, weil der Arzt mir das irgendwie nahegelegt hat. Also das wird schon wieder alles. Ne? Und das hatte auch alles nichts geholfen. Und dann habe ich wieder versucht mit Sprays und das Nasenspray, das war mein Begleiter, ständiger Begleiter. Ich hatte in jeder Tasche irgendwo eine Tube Nasenspray, damit ich überhaupt Luft kriege und schlafen konnte. So. Aber das ist ja nun doch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. 20 Jahre nicht schmecken, 20 Jahre nicht riechen. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass das eine große Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Ja, ich fühle mich auch immer als Außenseiter, ne? Ja, wie hast du es darüber hinaus so empfunden, dein Alltag? Also Stichwort Essen war ja für dich wahrscheinlich nur... Ja, total, alles null, da war nichts mehr. Da ging es nur um das Sättigungsgefühl? Ich habe es dann so hingenommen. Ja. Und damit gelebt. Ja. Über die ganzen Jahre. So, und dann habe ich mal eingeschweißtes Rindfleisch gekauft. Ja. Das habe ich dann in der Küche zubereiten. Meine Frau war in der Wohnstube und dann kam sie in die Küche und sagte, Mensch, das stinkt hier, was ist das? Und da war das Fleisch, ich habe es gar nicht gerochen. Also ich wollte es zubereiten und in die Pfanne hauen, was weiß ich. Das war schlecht. Und war sehr schlecht, das Fleisch. Ja. Wenn ich jetzt Single wäre oder allein mir das zu, dann hätte ich es gegessen. Ja, ja. Dass du dann überhaupt noch gekocht hast. Ja, das ist... Das ist ungewöhnlich. Ja, aber das heißt, wenn du alleine gewesen wärst, hätte die Gefahr bestanden, dass du das gegessen hättest, obwohl es verdorben war. Ne? Ja. So, jetzt wollen wir es nicht so spannend machen. Nach 20 Jahren hast du dann deinen Geschmacks- und Geruchssinn wiedergefunden. Wie? Ja, und zwar, ich bin nach diesem Vorfall mit dem Fleisch, bin ich in die Universitätsklinik nach Eppendorf, also in Hamburg gegangen und bin dort operiert worden. Ja. Und dann haben sie mir Polypen bis zur Schädelbasis hatte ich und die sind mir alle weggenommen worden. Also alles rausoperiert worden und total die Nebenhöhle alles sauber gemacht. Und dann habe ich gehofft, dass diese Operation war vor 5 Jahren. So, und dann habe ich gehofft, dass ich den wieder riechen konnte. Und der Arzt hat immer gesagt, ja, das wird wieder, es wurde aber nicht. Ich konnte mal riechen, mal wieder nicht, mal wieder ja, mal wieder nicht. Ich war morgens immer sehr enttäuscht, wenn es vorbei war. Und dann hatte ich eine Blinddarm-OP. Und da haben sie mir wohl Schläuche in die Nase geschoben, damit ich irgendwie versorgt werden konnte. Ja. Oder so. Und dann bin ich aus dieser Narkose aufgewacht und auf einmal konnte ich die ganzen Krankenhausgerüche und auf dem Flur roch es nach Tee und es war für mich eine Welt. Ja, das ist aber sonderbar. Die Krankenschwester hat mir da die Suppe hingestellt, die erste Suppe, die ich essen durfte. Ja. So eine Gemüsesuppe, das duftete, das war also für mich wie ein Wunder. Und dann habe ich auch die Ärzte gefragt, ob sie was Besonderes mit mir gemacht haben. Ja. Und dann ging es aber los, dann habe ich nach 3 Monaten oder 4 Monaten Krankenhausaufenthalt, ist der Geruchssinn und Geschmackssinn wieder weggegangen.
Aha. Oder ganz alleine. Aber Moment, bei dieser Blinddarm-OP haben die nichts gemacht, das war ein Zufall. Nein, haben nichts gemacht, ich habe extra gefragt. Das war ein Zufall. Das war ein Zufall, genau. So, umso schlimmer, als es dann wieder wegging. Ja, genau, ich war so enttäuscht und alles. Aber durch was hast du es denn endgültig wiedergefunden? So, und zwar jetzt seit einem Jahr kann ich wieder voll riechen mit allem drum und dran, weil ich hatte wieder so eine schlimme Bronchitis. Mhm. Und da habe ich dieses Gelomethol Forte, heißt das habe ich genommen, über längere Zeit. Mhm. Und das ist für die Nebenhöhlen und so. Und seitdem ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, aber seitdem ist mein Geruchssinn auf einmal wieder voll da. Und das ist ja ein ganz, ich kenne das auch, das ist ein ganz harmloses Produkt. Das nimmt man so ein, wenn man erkältet ist. Ja, genau. Und das hat meine Tochter gesagt, nimm das mal. Und das habe ich genommen. Und seitdem, ich bin ja auch dann zu jeder Kaffeedose gelaufen, habe es aufgemacht. Ich habe ein Glas Gewürzgurken aufgemacht, um das zu riechen. Jetzt muss ich gerade noch mal fragen mit den Zeiten. Du hast vorhin gesagt, 20 Jahre, von meinem 29. bis zu meinem 49. Bis zu meinem 49. Lebensjahr. Aber jetzt bist du ja schon 57. Ja. Das heißt, die letzten Jahre... Auch nicht so richtig geworden. Nicht so richtig, aber das war dann so ein Hin und Her. Mal ja, mal nein. Ja. Hast du denn mit deinen Hals-, Nasen- und Ohrenärzten oder die sich damit beschäftigen, hast du denen das erzählt, was passiert ist nach dieser Blinddarm-Operation? Habe ich gemacht. Das ist doch wahrscheinlich für die hochinteressant, ne? Habe ich gemacht. Habe ich gedacht, dass es interessant ist, aber die haben das gar nicht zur Kenntnis genommen. Ach. Ich bin dann wieder zu dem Professor in die Uniklinik gegangen, habe ihm das erzählt. Und er sagt, da sind schon wieder Polypen, hat er gesagt, und wollte mich dann gleich wieder operieren. Und das habe ich dann abgelehnt und habe mich da auch gar nicht drum gekümmert. Offensichtlich haben diese Schläuche ja irgendetwas bewirkt, eine ungewollte Nebenwirkung, die für dich aber dann hoch angenehm war, nämlich dass sehr. Also das muss ja jetzt für dich doch eine große Erleichterung sein. Ja, ich habe es auch deinem Mitarbeiter erzählt. Also das ist für mich wie ein Weltwunder. Das glaube ich. Das, als wenn einer wieder sehen kann von heute auf morgen. oder hören es muss ja auch wunderbar sein, dann essen zu gehen, oder? Alles. Ja. Ich habe ja sonst, wenn die mich gefragt haben oder wenn ich ins Lokal gegangen bin und haben die gesagt, Mensch, das tuftet hier und so. Und ich kam mir dann immer so hilflos, ich habe immer nur genickt und so, weil irgendwie... Das war für mich. Oder auch wieder mal mit Genüssen ein Wein trinken oder ein Bier trinken oder. Ja, oder sowas, genau. Ne? Alles. Eine Apfel essen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist aber nur hast du ja in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, schon, dass es so ein Hin und Her war. Ja, immer war wieder. Hin und Her. Hast du nicht Sorge, jetzt so ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch wieder weg ist? Ja, deshalb spüle ich meine Nase jeden Morgen mit einer Salzlösung. Ja. Mit einem Kochsalz und warmem Wasser. Spüle ich jeden Morgen meine Nase und das mache ich auch schon über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Was generell gut ist, sollten alle machen, wird man weniger krank. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist so. Das ich will nicht sagen, dass ich auch da so den Staub und Schmutz damit herausspüle und so. Das also durch wundersame Fügungen, was immer es auch bewirkt haben mag, hast du deinen Geschmackssinn wieder und deinen Geruchssinn wieder. Ich bin total glücklich, ja. Das sei dir auch wirklich gegönnt, Werner. Ja, und danke. Lass es dir schmecken und sauge alles wirklich in vollen Zügen ein, was sich an angenehmen Düften um dich herum bewegt. Ja, genau. Für mich ist das ein Wunder und ich freue mich sehr darüber. Das ist schön. Ich freue mich auch. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss, Werner. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Über was auch immer. Über was Persönliches oder über was Politisches. Vielleicht über die... Entscheidung, wer nun wahrscheinlich Bundespräsident wird, wenn euch das interessiert, können wir auch reden, also was auch immer. Helga ist hier, Helga ist 70 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Helga. Ja, guten Morgen Domian. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema, Helga? Ja, also ich habe ein Problem, und zwar mit unserer Beziehung. Wir sind dieses Jahr 40 Jahre verheiratet. Also du bist 70, ne? Das stimmt. Ja. Also ich werde in wenigen Tagen. Ja, und ihr seid 40 Jahre verheiratet. Ja, und wir sind dieses Jahr 40 Jahre verheiratet. Und wir leben seit Jahren also schlechter wie Schwester oder Bruder. Ja, ja. Und es gibt also kaum noch eine Ansprache seitens meines Mannes, weder eine Zärtlichkeit. Und ich habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich also mein Leben allein nicht mehr schaffe. In diesem Zustand. Was heißt das, allein nicht mehr schaffe? Ja, dass ich also Depressionen habe. Ich weiß genau, warum. Weil wir überhaupt nicht miteinander reden können. Er blockt alles ab. Also, wie ich das jetzt verstehe, passiert körperlich gar nichts zwischen euch? Gar nichts. Also keine Zärtlichkeit, natürlich überhaupt. Gar keine Sexualität. Nichts. Kein Kuscheln, kein Küsschen, gar kein Streicheln, gar nichts. Nein. Aber auch so sprachlich, man redet kaum miteinander. Ja. Ihr lebt quasi nebeneinander her. Ja.
ihr redet nicht viel, ihr habt ja so euren Alltag, geht so euren Trott. Ja, also ich meine, zu guten Zeiten gab es immer noch irgendeinen Gesprächsstoff, aber im Moment reden wir so gut wie gar nicht. Wie lange redet ihr denn kaum noch? Ja, also wir haben es schon gebracht bis auf 8 Tage. Mhm. Also in 8 Tage fast gar nicht zu sprechen? Ja. Mhm. Seit wann geht das jetzt schon so? Ja, ne, das geht schon einige Jahre. Auch einige Jahre? Mhm. So, jetzt sagst du, ich kann das gar nicht mehr irgendwie. Ja, ich habe einfach jetzt Angst vorm Alleinsein, ne? Aber auf der anderen Seite kann ich so nicht weiterleben. Also du überlegst tatsächlich in deinem Alter und nach 40 Jahren Ehe deinen Mann noch zu verlassen? Ja. Ja, weil du das nicht aushältst? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, einen Sohn. Ja, wie alt ist der? 35. Weiß der davon, wie es dir geht? Ja, er weiß davon. Ja. Ich habe schon einige Male mit ihm drüber gesprochen. Ja. Dieses Mal nicht, weil ich ihn davon fernhalten wollte. Das habe ich bis jetzt immer möglichst getan, aber ich habe ab und zu schon mit ihm drüber gesprochen. Helga, wenn ich jetzt so sage, ich habe den Eindruck, dass du, die Helga, so von Grund auf unglücklich bist. Habe ich da recht? Ja. Ja. Da ist nichts Schönes in eurem Alltag, in deinem Leben. Gar nichts mehr. Gar nichts. Ich lebe wie eine Haushälterin und werde auch so behandelt und dann sage ich mir, also dann kann ich eigentlich auch allein meinen Weg gehen, dann kann ich wenigstens noch verreisen, wie ich will und meinen Tag gestalten, wie ich will. Wie alt ist dein Mann? 72. 72. Hast du denn irgendwann mal versucht, mit ihm zu reden und hast deinen Unmut auch ausgedrückt? Ja, natürlich, ja. Bringt aber nichts? Bringt gar nichts. Reagiert er überhaupt darauf oder sagt er auch da nichts? Nein, er reagiert so gut wie gar nicht drauf. Das ist ja sehr kränkend, ne? Ja, das ist sehr kränkend, ja. War das denn in den früheren Zeiten eurer Ehe, war es da schon merklich anders? Ja, eigentlich, es war eigentlich schon immer so, ja. Ach so, es war immer schon so? Ja, ja. Und es hat sich jetzt im Alter nur noch gefestigt alles? Ja. Gab es denn auch mal Zeiten, die richtig schön waren? Also ganz selten. Mhm. Und ich frage mich heute, wie lange ich das so aushalte. Aber jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr kann. Weißt du, was ich ganz erstaunlich finde, Helga? Und auch respektabel, muss ich dir sagen. Dass du jetzt in deinem Alter von 70 Jahren noch diesen Schritt überlegst und erwägst, dich von deinem Mann zu trennen, mit dem du so lange zusammen bist. Ja, weil ich mir sage, dass ich doch noch ein paar Jahre erleben möchte. Ja. Wenn ich so manchmal Fernsehsendungen sehe, Liebe im Alter, dann kann ich also richtig neidisch werden. Ja. Ja? Wie ältere Menschen mitunter so nett zueinander sind und gemeinsam leben und froh sind, dass sie sich jeden Tag noch gesund haben. Und das finde ich so toll, dass du so eine Einstellung hast, muss ich ja gleich sagen. Ja. Weil es so viele alte Leute gibt, ältere Leute, die sich dann damit abfinden und in diesem Unglückstrott bis ans Ende ihrer Tage leben. Ja, und wenn man aber mit 70 noch so Elan hat und sagt, nee, ich will die Jahre, die ich habe, die will ich noch schön erleben, finde ich das super toll, muss ich dir sagen. Ja. Weil ich erahne, was das bedeutet, wenn man aus einer 40-jährigen Ehe rausgeht und dann alleine ist plötzlich. Das ist ja nun... Ja, sicher, ich hab auch Angst davor, aber kann ich ja auch nicht weiterleben. Als du mit deinem Sohn früher schon mal drüber gesprochen hast, was gibt der dir denn für einen Rat? Ja, was heißt, er verhält sich vollkommen neutral, ne? Mhm. Er gibt weder mir recht noch meinem Mann und ich erwarte auch nicht, dass er mir recht gibt. Ja. Ich bin nur froh, dass ich eben mit ihm mal drüber reden kann. Ne? Würde er denn auch zu dir stehen, wenn du jetzt diesen großen Schritt... Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass er dann auch neutral bleibt. Mhm. Na gut, aber er würde nicht sagen, du darfst mich jetzt nicht mehr besuchen oder nein, das nicht. Nein, das würde er nicht tun. Nein, niemals. Hast du denn darüber überhaupt schon mal jetzt so ein bisschen eingehender mit jemandem gesprochen? Mit einer Freundin oder mit einem... Ja, also eine Freundin weiß es, aber die lebt auch nicht hier, sondern die lebt in Köln und ich überlege sogar, dass ich dann nach Köln zurückgehe. Ich war 6 Jahre in Köln und lebe jetzt in Süddeutschland. Ja. Wie lange gehst du mit dieser Überlegung schon schwanger, das zu tun?
Ja, wie lange? Also jetzt, das sind jetzt echt die letzten 14 Tage, aber ich habe das schon früher in Erwägung. Ich wollte gerade sagen, sowas gärt ja in einem, ne? Ja. Das dauert ja, vielleicht hast du schon vor Jahren angefangen, darüber nachzudenken. Ja, natürlich. Ne? Und jetzt ist irgendwie so ein Punkt erreicht, auch durch sein Verhalten, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr. Ja. Ich finde es großartig, Helga, wenn du es machen würdest. Ich möchte dich mit allem ermutigen, was mir zur Verfügung steht. Mach es, wenn du so unglücklich in der Ehe bist und wenn du sagst, da ist überhaupt nichts zu retten, der redet nicht mit mir, da kann man nichts machen, sagst du, ne? Ja, also für meine Begriffe gehört er in die Therapie, ne? Dass er weiß, wie man mit einer Frau umgeht, oder? Liege ich da falsch? Ich weiß ja nicht, wie er noch so mit dir umgeht. Ist er auch schon mal gewalttätig gewesen? Nein. Das nicht? Mhm. Aber er missachtet dich völlig? Ja. Mhm. Weiß er, wie ernst die Situation ist? Ich glaube, er ahnt es, ja. Was meinst du, ist seine Reaktion, wenn du sagst, pass auf, ich möchte mich trennen? Ja, also da hat er mir schon mal gesagt, dass ich von ihm keinen Pfennig zu erwarten habe. Mhm. Ich habe aber gesagt, dass er das nicht zu bestimmen hat. Da gibt es noch eine andere Stelle. Denn meine Rente ist nach 45 Jahren so klein, dass ich allein nicht davon leben kann. Ja, da gibt es dann schon Möglichkeiten, das ordentlich zu regeln, dass du dann auch dein Auskommen hast. Da bin ich überzeugt von. Ich frage dich jetzt nochmal ganz definitiv. Du glaubst, dass man nichts retten kann in der Beziehung? Ja, er ist ja zu nichts bereit. Mhm. Mhm. Und dein, eigentlich abgesehen von dem mulmigen Gefühl, was ja verständlich ist, wäre dein Traum, frei zu sein, alleine zu sein? Ja, wenn es so bleibt, ja. Ja. Deine eigenen Sachen machen zu können, nochmal zu reisen, wie du sagst, und vielleicht sogar nette Leute irgendwo kennenzulernen. Ja, genau so. Mhm. Helga, mach es. Mach es. Mach es. Ich finde es wirklich, wie gesagt, so mutig und so toll, in dem Alter so eine Entscheidung noch zu treffen. Und genieße wirklich dann die Jahre, wo du dann frei bist und nicht verletzt wirst, permanent. Es ist doch furchtbar, wenn man mit jemandem zusammenlebt, wo alles tot ist letztendlich. Ja. Wo alles abgestorben ist. Und wenn du sagst, das war jahrzehntelang eigentlich so. Ja, es war so ganz herzlich und warm war das Verhältnis seinerseits noch nie. Wie kommt eigentlich, dass du das nicht schon früher entschieden hast, von ihm wegzugehen? Ja, weil ich mir gesagt habe, ich habe nicht geheiratet, um mich scheiden zu lassen. Und außerdem habe ich immer an unseren Sohn gedacht. Aber heute weiß ich, dass es verkehrt war. Ja. Gut, was sollen wir den alten Zeiten jetzt nachjammern? Hätte ich mal. Ja. Jetzt geht es darum, jetzt richtig zu handeln. Ja. Und schnell zu handeln. Mach es. Und wenn es am Anfang auch schwer ist, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass du dann in eine andere Stadt gehst. Du sagst, du würdest nach Köln zurückgehen. Vielleicht wirklich einen Neuanfang zu wagen und zu schaffen, wenn es auch schwierig ist. Mhm. Aber mach es. Bist du kirchlich gebunden? Nein, gar nicht. Nein, ich überlege mir gerade, wo du vielleicht auch so Anlaufstellen finden könntest. Ja, natürlich. Also ich würde mich da schon meinem Glauben zuwenden. Der hält mich ja sowieso bloß. Ja, und da kannst du dann gleich in eine Gemeinde gehen oder lernst du auch andere Leute kennen. Und da hat man die Abwechslung dann. Ja, ich habe auch alle Freundinnen in Köln noch. Es gibt sogar noch Freundinnen in Köln. Ja, wunderbar. Helga, mach es. Ja, ich kann ja so nicht weiterleben. Ja. Und eine Entscheidung muss es geben. Ja. So, wenn du jetzt noch eine Einschätzung von einem Psychologen haben möchtest, kannst du gerne mit meinem Psychologen noch reden. Ja, das täte ich gerne. Ich hätte nämlich noch eine Frage an ihn. Ja, gerne. Dann machen wir das so. Ja. Dann geht das so, du legst auf. Der Johannes, so heißt mein Psychologe heute Nacht, ruft dich an. Und ich wünsche dir viel Kraft und toi, dass du dieses jetzt in diesem Jahr über die Bühne bringst und durchziehst. Dankeschön. Und vielleicht begegnen wir uns mal in Köln irgendwo auf der Straße. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Ebenfalls. Danke. Dankeschön. Tschüss. Jetzt gibt es ja einen Menschen, der heißt, kann ich nicht richtig aussprechen, Tan Min, stimmt das? Ja, richtig. Tan Min. Oder soll ich über Jürgen nennen? Guten Morgen nochmal. Ja, guten Morgen. Was ist denn Tan Min für ein Name? Das klingt so asiatisch. Vietnamesisch, siehst du? Ja, vietnamesischer Name ist das. Ein Mann. Ja, warum ich dich angerufen habe. 32, ne? Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob du den letzten Tagen hier in Zeitung gelesen hast oder heute. Es geht um einen Selbstmordfall. Ich arbeite auf der Fähre in Hittdorf, Köln-Lange. Wo? In Köln-Lange. Ja. Ja, und folgendes. Als der Mann auf die Fähre raufkam mit zwei anderen weiteren Fahrgästen noch,
Und ich ging hin und kassierte die Leute ab und ging auch zu diesem Herrn. Und jemand kassierte und wollte kassieren, habe ich ihn gesehen, dass er einen Behindertenausweis hat für die öffentliche Verkehrsmittelbefreiung. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, die dürfen umsonst fahren. Stopp mal. Und stopp. Es geht um ein, du arbeitest auf einer Autofähre. Ja, richtig, ja. Die so von einer Rheinseite zur anderen Rheinseite richtig, wechselt. Ja. So war das. Ja. Ja. Auf jeden Fall ging ich zu diesem Herrn und wollte kassieren, habe gesehen, dass er einen Behindertenausweis hat. Habe ich daraufhin gesagt, ja, die dürfen umsonst fahren. Ja. Und er bedankte sich auch noch höflich und haben wir uns noch freundlich verabschieden und dann bin ich da in den Personalraum reingegangen und zwei Minuten später rief dann mein Fährmeister, sagte, Win, komm mal schnell raus, ja, da ist was an der Rampe. Ich wusste nicht, was das sollte sein. Ne? Wir haben die Rampe hochgefahren und abgesichert schon alles. Da schaute mich raus und dann sah ich auch den Herrn noch ganz kurz noch, als er seine Krücke hingelegt hat und sich über Bord geworfen hat. Da habe ich gesagt, was ist denn da los auf einmal? Also in den Rhein gestürzt hat? Ja, richtig, ja. Der Mann war nicht mit einem Auto, sondern war als Fußgänger Fußgänger. Genau, denn der ist mit dem Auto raufgefahren und dann ist er aus dem Wagen gestiegen. Ach so, er ist doch mit dem Auto raufgefahren. Er hat natürlich ein Bein nur noch. Das hast du gesehen, dass er sich in den Rhein gestürzt hat? Richtig, ja. Natürlich, ich bin sofort dorthin gesprintet, habe meinen Schal auf den Boden geworfen, mit vollem Montur noch, mit dem Turnschuh, mit dem Pullover noch, bin natürlich reingesprungen hinterher. Ja, hab den Mann noch erreicht, so nach 10 Meter, hab den noch am Kran angefasst, beziehungsweise dieser Krankgriff angewandt. Ja. Und in dem Moment schotzt mir auch noch den Gedanken durch den Kopf und hab gedacht, könnte sein, dass der in Panik geraten könnte und mich auch noch runterziehen. Ja, hab den Krankgriff losgelassen, hab ihn doch mit der Hand an seinem Kran angefasst und versucht natürlich, ihn auch übers Wasser zu halten. Und in diesem Moment hörte ich von ihm, da lass mich los, lass mich gehen. Ja, das heißt, so wie, lass mich sterben. Ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Ne? Wir stellen uns vor, das ist ein Kampf quasi im Rhein, ne? Was du gerade erzählst. Ja, Im kalten Rhein, in diesen Tagen. Richtig, ja. Ne? Der Mann treibt da, du bist bei ihm und er schreit, lass mich los. Und du kapierst in dem Moment, der will gar nicht gerettet werden. Ja, natürlich, ja, er will sterben. Ich habe gedacht, mein Gott, warum? Ja, und ich habe ihn festgehalten, worum es ging eigentlich, warum ich dich anrufe, ist das eigentlich, heute muss ich ja zum Arzt gehen und zu einer Nachtuntersuchung, nachdem ich vom Krankenhaus entlassen wurde. Ja, nee, Moment, jetzt erstmal fertig, wie die Sache ausgegangen ist. Ja. Also noch sind wir im Rhein, die Szene vor Augen im Rhein, du kämpfst mit diesem Mann und dann? Ja, richtig, ja, wir haben minutenlang da im Wasser noch rumgehangen und bis die Fähre zurückkam mit den anderen. Da gab es noch zwei andere Fahrgäste noch, die auf der Fähre befanden. Ja. Und als die Fähre zurückkam und die haben natürlich die Ringe hinterhergeworfen, um den Bootshake uns natürlich versucht rauszuziehen, da ist schon endlange Minuten vergangen und ich habe gedacht, ich werde sterben. Weil ich Hast du den Mann gerettet? Ich habe natürlich festgehalten die ganze Zeit und wir sind ein paar Mal abgetaucht durch die Strömung. Ja. Ja, und ich habe da viel Wasser geschluckt. In dem Moment hat der Mann natürlich auch Wasser geschluckt. Ja, ist der Mann, lebt der Mann? Leider nicht, natürlich. Darum bin ich sehr, sehr traurig darüber. Sehr also du konntest ihn irgendwann nicht mehr halten, oder was? Ja, ich habe ihn natürlich die ganze Zeit festgehalten. Aber wir sind abgesunken, ja, ins Wasser, ein paar Mal. Und natürlich sind so ein älterer, ich weiß nicht, wie lange er in kaltes Wasser aushält. Also er ist quasi, du hast ihn gehalten und obwohl du ihn gehalten hast, ist er gestorben. Ja, wir sind ein paar Mal unter Wasser gekommen. Ne? Und ja, diese Sekunde, diese Minute, ich weiß nicht, wie lange es gewesen war, hinterher habe ich noch von einem Fährmeister erfahren. Nur. Ja. Das war 15 bis 20 Minuten war im Wasser. So lange wart ihr im Wasser? Ja, und es war natürlich schon... So, Moment, ich muss es mir jetzt richtig vorstellen. Und dann hattest ihn die ganze Zeit irgendwie, hast du ihn angefasst? Mit einer Hand, ja. Mit einer Hand? Mit einer Hand, mit der rechten Hand, hat ihn nur am Kran festgehalten. Und dann hat man... Nicht loslassen. Ja, und dann, nach diesen 15 oder 20 Minuten, hat man euch beide aus dem Wasser gefischt. Ja. Und da war der Mann verstorben schon. Ja, der war natürlich schon blau angelaufen. Die Lippe, ich konnte noch sehen. Noch. Ich habe ihn nur vorgeschoben noch zur Rampe hin. Als die anderen beide Fahrgäste. Also der Mann ist ertrunken. Ja, so gesehen. Oder man weiß es nicht. Es gab sicher dann sofort einen Rettungswagen, der da war, einen Krankenwagen, einen Notarzt. Ja. Wurde der Tod noch am Rhein auf der Fähre festgestellt? Ja, so war es. Natürlich ist für mich jetzt ein Drama jetzt und ich bin auch tief traurig.
Aber du hast doch dein Bestes getan. Du hast doch alles getan, was man tun kann. Du warst 20 Minuten im kalten Rheinwasser und hast diesen Mann festgehalten. Du hast ihn ja nicht losgelassen. Ja, weißt du, wenn du zum Arzt gehst und die Ärztin sagt dir klipp und klar, weißt du, das hättest du nicht tun sollen, weißt du, das ist leichtsinnig gewesen von dir, weil du kein Rettungsschwimmer bist. Da frage ich nur als Mensch, nur, ja, wenn ich jemanden in der Not sehe, ich wusste gar nicht, ob der in der Not war oder nicht, oder er Selbstmord begehen möchte. Weißt du, was ich nicht verstehe, da waren doch nun sehr viele Menschen auf dieser Fähre. Ja, nee, da waren nur, beziehungsweise drei Gäste nur. Ach so, drei nur. Ein Fährmeister, der oben fährt, und ich bin der, Matrose in dem Sinne. Und sonst noch zwei andere Leute, oder was? Ja, und die haben natürlich von dir Vorfall gar nicht erfahren oder nicht gewusst, ne? Und ach, die haben das gar nicht mitgekriegt? Nee, natürlich nicht, in dem Moment, wo ich ins Wasser gesprungen bin. Mhm. Und da hinterher hat der Fährmeister erzählt, dass er die Gäste aufmerksam machen musste. Mhm. Ist sie gewusst, dann ist er wieder 5 Minuten vergangen oder länger. Aber da hätte ja, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt alles leicht gesagt, aber ich frage es, ich frage es trotzdem mal. Und wenn es auch nur zwei Gäste waren, hätte da nicht auch noch jemand reinspringen können und helfen irgendwie? Das hat keiner getraut. Hinterher sagte der Mann, ich selber hätte mich nicht getraut, da reinzuspringen. Das war mutig von mir. Aber in dem Moment denkst du gar nicht darüber nach, ob ich da reinspringen darf oder nicht. Ob ich ein Rettungsschwimmer bin oder nicht. Nein. Ja? Natürlich denkt man nicht darüber nach. Die Ärztin heute, ich fand das sehr, sehr hart. Also ich finde als Mensch sehr, sehr hart gesprochen. Die sagte, du bist doch kein Rettungsschwimmer. Das war leichtsinnig von dir so zu handeln. Da frage ich mich doch, was ist denn los? Aber du kannst, du kannst schwimmen. Natürlich, ja. Du kannst schwimmen. Ja. Finde ich es auch. Ich bin aber kein Ausgebildeter. Nein, natürlich nicht, aber ich finde es sehr, sehr toll von dir, dass du es gemacht hast. Natürlich hat sie jetzt theoretisch, nein, sie hat auch nicht theoretisch recht. Ich finde, dass man das dann auch tun muss, wenn man einigermaßen gut schwimmen kann. Ja. Finde ich es toll, was du gemacht hast, und zieh den Hut. Und wenn du vor allen Dingen so lange, du musst doch auch völlig unterkühlt gewesen sein. Ja, war ich auch tierisch unterkühlt, war anschließend direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Das Ganze, wann ist das passiert? Ja, das war kurz vor 12 gestern. Gestern. Ja, kurz vor 12, bevor ich Feierabend hatte. Und ich wollte eigentlich diesen Kassensturz machen. Und da saß ich und plötzlich rief mein Fährmeister an. Ne? Da ist was, und dann bin ich rausgerannt natürlich. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass der Mann nicht schwimmen konnte? Den Eindruck habe ich ja, ich habe gar nicht gefragt. Ne? Ich habe gar nicht nachgedacht, ob der schwimmen kann oder nicht. Nee, ich meine, das ist mir schon klar, dass du nicht gefragt hast. Aber in dem ganzen Handgemenge, ich meine, er hat nur ein Bein gehabt, hast du gesagt. Ja, ne? Richtig, ja. Wenn er nur ein Bein hat, ist es schon sowieso sehr schwierig, sich über Wasser zu halten. Glaube ich, weiß ich nicht. Aber wenn er dann auch noch nicht mal schwimmen kann, ist es natürlich noch schwieriger, so jemanden dann auch zu halten irgendwie. Der sackt natürlich auch ab. Ja, ich habe gar nicht nachgedacht. Also ich denke nur, in dem Moment könnte es sein, dass der Mann in der ersten Minute schon versinken könnte. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich hinterhergeschoben. Also dir macht jetzt die Aussage der Ärztin, die hat dich geschockt irgendwie, dass sie dir quasi einen Vorwurf macht, dass du es getan hast? Ja, natürlich hat sie mich als Mensch geschockt. Ne? Sagt sie da, du bist kein Rettungsschwimmer. Ne? Das war leichtsinnig von dir, so etwas zu machen. Demnächst hättest du ja vorher Feuerwehr anrufen können, und die ist bis dahin, bis die Feuerwehr da sind, da wird der Mann schon... Das ist doch Unsinn. Also muss man erst eine Qualifikation haben, bevor man versucht, jemanden das Leben zu retten. Also, das finde ich auch Unsinn. Ja. Da frage ich doch nicht nach, welche Qualifikation ich habe. Machst du dir denn jetzt dennoch irgendwie Vorwürfe, dass du irgendwas falsch gemacht hast? Ja, hinterher überlegt man sich, welche Möglichkeit bestünde, dass man ihnen helfen könnte. Mhm. Ja, das spielt man bei mir jede Nacht jetzt seit gestern Abend. Ja, heute noch kann ich nicht schlafen. Da frage ich nur, was könnte ich besser machen, damit man den Mann retten könnte? Ja, ich frage mich bis heute noch. Also, Tanmin, ich kann das ja nur beurteilen jetzt aufgrund dessen, was du erzählt hast. Und da wage ich mal wirklich die ganz klare Aussage, dass du alles das getan hast, was man tun kann. Wenn du in den kalten Rhein springst, 15 Minuten im Rhein bist und diesen Mann festhältst, weiß ich nicht, was du noch hättest tun sollen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass du alles getan hast, was Menschen möglich ist. Und das ist sehr respektabel, was du getan hast. Ich habe immer das Gefühl, dass da fehlt mir noch irgendetwas. Ich hätte auch mehr tun können. Ich frage mich. Ja, glaubt man natürlich. Ich glaube, das ist auch wiederum normal, dass man dann denkt, der Mann ist nun tot. Was hätte ich vielleicht doch noch anders machen können? Aber auf jeden Fall ist für dich das ja auch alles eine Schockgeschichte, ne? Dass du auch unter Schock stehst. Ja.
Hast du, bist du gestern von irgendjemandem mal so ein bisschen psychologisch betreut worden? Ja, eigentlich gar nichts. Gar nichts. Ich bin da direkt nach Hause gefahren, ein bisschen nach dem Krankenhausbesuch bin ich auch nach Hause gefahren worden von meiner Schwägerin. Ja. Und danach habe ich nur geduscht und mich auch schlafen gegangen. Ich konnte nicht mehr. Das war, also ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich finde das ganz toll, was du gemacht hast. Ich finde, dass du überhaupt, natürlich, überhaupt gar keine Schuld trägst. Natürlich nicht. Ja, heute muss ich noch mit der Kriminalpolizei noch sprechen, Entschuldigung. Mhm. Und muss dann noch den Vorgang schildern. Ne? Mhm. Und ja, sie sagte auch selber, der Mann trug noch einen kleinen Zettel bei sich noch, falls er das Leben nehmen sollte, das soll aus seinem freien Willen geschehen. Und das hat mir noch ein bisschen geholfen. Ja, das glaube ich. So. Stichwort psychologische Nachbetreuung. Ich möchte jetzt, dass du mit meinem Psychologen hier redest. Ja. Ja? Ja. Du legst auf und du wirst von uns, von dem Johannes, zurückgerufen. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Und sehr vorbildliches Verhalten, finde ich. Super Sendung. Ich gucke mir jeden Abend, weißt du ja. Dankeschön. Ich bin ein treuer Fan eigentlich von dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Marlina. Guten Morgen. Hi Jürgen. Hallo Marlina. Erstmal fettes Lob an euch. Dankeschön. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne euch machen sollte. Du bist auch eine Nachteule. Ja, also im Moment gezwungen dazu. Ja. 24 bist du. Ja. Und deswegen hast du angerufen? Ich bin ganz aufgeregt. und zwar geht es darum, dass wir uns am Wochenende mal zusammengesetzt haben, jetzt letztes. Wer ist wir? Also mein bester Freund und ein Kumpel von mir. Mhm. Und dann haben die halt so ihre Mädelsgeschichten erzählt und dann kam sie irgendwann so, ja, du bist ja auch kein Unschuldslamm und hin und her. Und dann haben die also so aufgezählt, was sie schon so an Mädchen hatten. Und dann haben wir das dann auch andersrum gemacht. Und dann sind wir so bei 50 stehen geblieben und dann habe ich gesagt so, oh Gott, Schiete. Ja gut, bis hier noch nicht weiter, jetzt ist Schluss. Naja, und dann ist das... Wie bei 50 stehen geblieben? Die Jungs hatten 50 Mädels schon, oder was? Nein, die haben bei mir also so... 50 Jungs Namen, die sie nennen konnten, da wo die bei mir wussten, ja, mit dem hattest du doch mal. Ach so, das erzählt sie so verschwommen, damit wir das gar nicht so richtig verstehen sollen. Marlina hatte schon 50 Männer im Bett. Wollen wir es klar aussprechen? Nein. Sagen wir mal mindestens 50 Männer. Ja, ne? Also nicht im Moment, also nicht alle im Bett. Also so ist das. Aber fast. Aber erotisch ist irgendwas gelaufen mit über 50 Männer. Ja. Naja. Marlina, so ist halt Marlina. Ja, ja. Und weiter? Ja, und das Ding ist halt so, also ich hatte drei feste Beziehungen. Also meine erste mit 14, das war so die erste große Schulliebe. Mhm. Und das Ding bei mir ist immer so, nach 2,5 Jahren ist das bei mir so eine magische Grenze nach festen Beziehungen, wo das dann kittet, wo ich dann sage so, ja, ich liebe dir eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja, und das ist halt so das Problem. Und jetzt suche ich einfach mal so einen Rat, weil bevor ich mich vielleicht irgendwann wieder in eine feste Beziehung reinstürze, so, was könnte ich vielleicht machen, dass diese magische Grenze, sodass ich nach 2,5 Jahren nicht sage, so, ja, schön, war's das jetzt? Gar nichts. Wie, gar nichts? Gar nichts. Ja, Mann. Ich würde mal sagen, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz profan, das waren bisher Zufälle mit den 2,5 Jahren. Naja, da ist jetzt kein metaphysisches Gesetz über dir, welches immer nach 2,5 Jahren das Ganze kappt. Also ich muss auch sagen, bei mir ist das immer so ein Muster so. Also ich muss sagen, ich bin eher so die Durchschnittsfrau. Ich bin jetzt nicht so der Modeltyp, so der, ne? Da wo, aber da eine wo gute Moment, wo Männer dann so hingehen und sagen so, hey, voll die Sahneschnitt oder so, ne? Na, aber ich würde sagen, ein Sahneschnittchen, ne? Wenn du schon 50 Mal... Nein, das ist bei mir eher so, ich überzeuge mehr so durch mein Wesen und durch meine Person und ja, das... Marlina, halt so bin ich und so lebe ich und ich bin eigentlich eher so der Kumpeltyp und ich habe dadurch, was ich eigentlich nicht verstehe, eigentlich immer so diese Traumprinzen abgekriegt. Andere sagen so, boah, wie bist du denn an den rangekommen? Ja. Oder meine Schwester, und ich habe zwei Schwestern und die sagen auch so, ey, so. Ich glaube übrigens, dass der richtige Traumprinz noch nicht dabei war, denn der hält länger als 2,5 Jahre. Meine Prognose ist, du bist ja noch gut jung an Jahren, ne? Ja. 24, ist ja noch ganz, ist noch ganz okay, ist noch im guten Bereich. Wenn der auftaucht, und ich wünsche es dir sehr, dass der auftaucht, wird die magische Grenze mit Sicherheit überschritten werden.
Weil den willst du dann gar nicht loslassen. Und du musst dann auch keine Angst haben vor der magischen Grenze. Ach, du wirst es gar nicht bemerken, ja, das zweieinhalb Jahre. Ja, aber das Schlimme ist ja, ich kann machen, was ich will. Ne? Also ich habe ja schon gedacht, naja gut, dann wird er mich vielleicht mal leid sein. Aber die ich weiß nicht, die mögen mich ja noch viel. Ne? Und ich habe da viel mehr gar keinen Bock mehr drauf. Ja, du, ja gut, das war es halt für dich nicht der Richtige oder noch nicht der. Ja, aber am Anfang schon. Ja gut, ja gut, aber so ist es. Manches ist am Anfang gut und nach einer gewissen Zeit langweilig. Ja. Also im Moment bist du solo. Ja, also und im Moment habe ich auch so eine Einstellung, dass ich sage so, nee, ich muss meinen Job und meine Gesundheit erstmal wieder auf die Reihe kriegen und dann ist okay. Und guckst dich weiter um, dass die... Nee, das gar nicht. Nee, dann, naja. Also da, ich bin da echt so ziemlich... Nichts im Karneval vorgefallen? Karneval bei uns sowieso nicht, nein. Woher rufst du an, aus welcher Gegend? Aus der Nähe von Hannover. Gut, da gibt es keinen Karneval, das ist klar. Nee. Also, ich bin sehr optimistisch. Ja, super. Ich bin ausgesprochen optimistisch, dass die magische Grenze irgendwann überschritten wird. Und ich würde mir da auch gar nichts einreden, dass da irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz in deinem Leben stattfindet. Nein. Also wenn der richtige Typ jetzt kommt, dann sind 2,5 Jahre, das merkst du gar nicht, wie schnell die vorbei sind. Ja, und wann kommt der? Da muss man warten, das wird sich zeigen, ja. 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 Ihr seid alle so ungeduldig. Letztens hatte ich auch jemanden hier, die Wahlen. Ja, vorgestern. Mann. Nee, ungeduldig nicht, aber bei mir war das ja so, dass ich sonst immer zwischen diesen Beziehungen mal so ein halbes Jahr hatte und da richtig so die Sau rauslassen konnte. Ja. Und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, weil ich sage so, ich habe mir die Hörner jetzt so abgestoßen. Gut, dann machst du jetzt erstmal gar nichts, kümmerst dich, wie du sagst, du warst offensichtlich ein bisschen krank und stabilisierst dich jetzt wieder. Kümmerst dich um deine Arbeit, kümmerst dich um deine Freunde, gehst schön spazieren im Botanischen Garten und so. Ja, so macht man das. Und dann passiert es irgendwann. Ja. Und dann rufst du mich wieder an. Ja. Du rufst mich wieder an, wenn du frisch verliebt bist. Und dann beraten wir weiter wie es vorangeht, okay? Ja, okay. Marlina, in diesem Sinne, ne, alles Gute und toi, 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 auf dass der Traumprinz bald kommt. Ja, danke, Jürgen. Tschüss. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, diese Nummer, kostenfrei für euch, hat auch die Tatjana gewählt. Und Tatjana ist 21, hallo. Hallo Domian. Hallo Tatjana. Also es ist folgendermaßen. Und zwar rufe ich an, weil ich seit längerer Zeit eine Affäre mit einem älteren Herrn habe. Wie? Also ich bin 21, wie du weißt, und er ist bereits 58 Jahre alt. Das ist ein erheblicher Unterschied. Bitte? Das ist ein erheblicher Unterschied. Ja, das ist mir klar, das ist mir bewusst. Wie lange gibt es die Affäre schon? Du sagst seit einiger Zeit. Naja, seit fast 1,5 Jahren. Oh. Mhm. Also schon eine ganze Weile. Ja. Und also mein Problem ist, dass ich ganz genau weiß, dass, also er ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Mhm. Und ich weiß, dass er seine Familie beziehungsweise seine Frau niemals für mich verlassen würde. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, weil ich ihn abgöttisch liebe, ganz schlimm. Mhm. Ich bin ganz doll verliebt in ihn und also ich weiß, dass er mich auch liebt, auf eine bestimmte Art und Weise. Wie sieht denn die Beziehung aus? Wie oft seht ihr euch beispielsweise? Wir sehen uns ganz oft. Also es ist so, dass er Geschäftsmann ist, er wohnt in derselben Stadt wie ich. Ja. Also beziehungsweise arbeitet dort und hat dort ein Apartment, wo wir uns meistens treffen. Ach so. Mhm. Aber also er fährt an den Wochenenden zu seiner Frau. Mhm. Und das heißt so... Weiß ich, sowas wie Silvester oder Urlaub und sowas, das konntet ihr bisher nicht verbringen miteinander. Mhm. Weiß er, dass du sehr ernsthafte Ambitionen hast und eigentlich gerne mit ihm zusammen sein würdest wollen? Ja. Also ich habe es ihm nie so direkt gesagt, aber er weiß es. Also bin ich mir ganz, ganz sicher. Warum hast du es ihm nie direkt gesagt? Weil er es mir auch nie direkt gesagt hat, dass er wirklich ernsthaft mit mir was haben möchte oder dass er... Will er es denn überhaupt? Könnte mal, bitte? Offensichtlich will er es doch auch gar nicht nach deiner Einschätzung von vorhin. Eben, das ist es ja. Und aber darum habe ich Angst, es ihm zu sagen, weil ich... Ja, aber vielleicht denkt er ja auch, naja, sie hat sich damit so arrangiert, sie will auch nicht mehr von mir. Bitte? Es kann ja auch sein, dass er auch denkt, du bist so zufrieden, wie es jetzt läuft. Ja, ich will ihm aber auch nicht das Gefühl geben, dass es nicht so ist, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann ganz und gar verliere. Also, dass es dann sofort vorbei ist, weil er
Angst kriegst oder weiß. Aber Tatjana, das ist natürlich jetzt ein Teufelskreis, in dem du dich befindest. Einerseits, ich meine, da ist ein extremer Altersunterschied. Er 58, du 21. Aber egal, wenn du sagst, du bist da abgöttisch in ihn verliebt, ist es halt so. Ja. Deine Sehnsucht ist, du möchtest mit diesem Mann richtig zusammen sein. Ja. Egal, dass er dein Opa fast sein könnte. Oder ja. Dein Vater. Ja, mein Vater eher. Mein Vater. Andererseits willst du es ihm auch nicht sagen, weil du Angst hast, ihn zu verlieren. Das heißt, du, wenn du jetzt weiter schweigst, bist du in wirklich in einer, ist es eine Spirale der Unzufriedenheit, die sich da immer mehr dir, wo sich dein Hals immer mehr zuschnürt. Ja. Ja, ich habe aber Angst, dass ich ihn verliere, wenn ich ihn vor die Wahl stelle. Ja, aber so hast du ihn ja auch nicht. So doch. Bist du? Ja, aber du bist jetzt das fünfte Rad am Wagen. Ja. Du bist jetzt eine Bettgeschichte. Ja. Ne? Du bist, du findest parallel zu seinem Hauptleben statt. Und wir wissen noch gar nicht genau, was du für ihn bist. Vielleicht bist du ihm ja gar nicht so viel. Vielleicht liebt er dich ja gar nicht wirklich so, wie du ihn liebst. Vielleicht findet er dich süß, der steht auf dich. Du bist 21 Jahre gerade erst alt. Vielleicht ist das für den sexuell absolut reizvoll, wahrscheinlich sogar. Aber vielleicht interessiert er sich gar nicht weiter für dich und für den ist das undenkbar, dass ihr beide richtig zusammenlebt. Vielleicht liebt er dich wirklich nicht, sondern er begehrt dich nur. Ja, wahrscheinlich. Also er sagt auch immer, dass er mit mir Sachen erlebt oder erleben kann, die mit seiner Frau noch nie möglich waren. Mhm. Und, Tatjana, und da bist du jetzt nämlich in der Falle. Du liebst einen Mann, der dich nicht liebt, der dich nur sexuell sieht. Und das ist keine gute Grundlage für eine Zukunft, für dein Leben. Weil du immer den Kürzeren ziehen wirst. Du bist immer das fünfte Rad am Wagen. Aber lieber gebe ich mich damit zufrieden, als dass ich ihn gar nicht mehr habe. Finde ich keine gute Einstellung. Weil es in einem Unglück und in einer großen Unzufriedenheit mündet oder enden wird. Du hast ein Bedürfnis und das wird nicht befriedigt. Du kannst diesen Mann nicht in deinem Leben genauso haben, wie du ihn haben möchtest. Und dann auch noch im Kopf zu haben, die Vermutung, der benutzt mich nur sexuell, mal jetzt ganz krass ausgedrückt, ist nicht gerade sehr schmeichelhaft und sehr schön für dich. Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde das an sich noch nicht mal so tragisch, dass er mich, also dass ich sexuell für ihn da bin. Das findest du nicht tragisch, dass du jemanden liebst und der dich wahrscheinlich gar nicht zurückliebt? Aber ich weiß ja nicht, ob er mich nicht, also dass er mich nicht liebt. Dann frag ihn doch mal. Das ist nicht einfach. Das kannst du ja nur, wenigstens das kannst du ja schon mal erfragen. Vielleicht hat das auch eine Wirkung bei dir, wenn er da sich klar äußert oder verschwommen äußert, was ja auch viel aussagt. Ja. Mach doch mal einfach ein paar Versuche, ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken, dass er was sagt. Ja. Manchmal denke ich mir ja auch, dass er mich liebt, weil er ganz viele Sachen für mich macht und weil er sehr aufmerksam ist. Ja, der will dich natürlich bei der Stange halten. Das sagt noch nichts aus, dass der dich liebt, auch wenn er dir auch Geschenke macht oder weiß ich was. Das beweist das alles noch gar nicht. Nein, es geht ja noch nicht mal darum, dass er mir Geschenke macht, sondern dass er einfach aufmerksam ist, dass er sehr auf mich achtet. Tatjana, weißt du, was Liebe bedeutet? Liebe bedeutet, dass man sich zu jemandem bekennt. Das ist Liebe. Ohne Wenn und Aber. Ne? Aber ich kann ja auch schlecht von ihm verlangen, dass er seine 35 Jahre Ehe... Nein, das kannst du nicht verlangen. Aber du kannst ihn danach fragen, wie er es sieht und wie er es empfindet alles. Immerhin hat er sich ja schon anderthalb Jahre auf eine Beziehung mit dir eingelassen. Anderthalb Jahre lebt er ja schon ein Doppelleben. Führt er schon ein Doppelleben. Ja. Redet er denn mit dir über seine Ehe, seine Beziehung zu seiner Frau? Bitte? Redet er mit dir über seine Frau? Mit mir? Ja. 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 Und was sagt er? Was sagt er darüber? Naja, also er erzählt mir ganz oft, dass er mit ihr im Grunde genommen nicht mehr, also ich will nicht sagen unglücklich ist, aber dass er bei weitem nicht mehr so glücklich ist wie früher. Das ist im Grunde genommen
schon beinahe egal ist, was mit seiner Frau ist. Gut, da musst du dir keine Gedanken machen, dass du da was kaputt machst. Außerdem ist er dafür verantwortlich. So, wenn er jetzt mit seiner Frau überhaupt nicht mehr glücklich ist, wenn da auch alles erloschen ist, dann stellt sich ja schon die Frage, ja und, was ist mit Tatjana? Warum lässt er sich nicht auf Tatjana ein? Wenn er dich angeblich auch liebt? Aber das musst du rauskriegen, das musst du erfragen. Mhm. Also meine Meinung dazu ist, Tatjana, dass ich das für eine schlechte Konstellation halte, dass du ihn liebst, er dich aber nicht liebt und dich nur quasi sexuell sieht. Ich würde es dir nicht raten oder wünschen, dass dein Leben so weiterläuft, weil du, das wird im Unglück enden, hundertprozentig, im Frust, in der Unzufriedenheit. Mhm. Versuch mal so ein bisschen näher an ihn ranzugehen. Versuch ihn mal ein bisschen mehr zu fragen. Frag ihn doch mal ganz einfach, was empfindest du eigentlich für mich? Liebst du mich? Ja, das werde ich dann wohl tun müssen. Ja, das mach mal. Und dann kannst du, das wird schon eine Wirkung haben, was er da sagt dann auf dich. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, ich hätte dann noch mal eine kleine Frage. Bitte. Und zwar, was hat denn der Hirsch zu bedeuten im Hintergrund? Ach, der weiße Hirsch. Ja. Ich habe so einen Tick, was Hirsche und Hirschgeweihe anbelangt. Und habe diesen weißen Hirsch mal von einem Mitarbeiter geschenkt bekommen. Ah, ein Fetisch? Nein. Und dann haben wir uns überlegt, das sieht ganz schön aus da im Hintergrund und da ist es ja so blau. Und dann stellen wir ihn einfach dahin. Da hängt ja auch ein Gehörn, hängt da ja auch. Ja, ja. Und dann daneben der weiße Hirsch. Sieht doch eigentlich ganz schön aus, oder? Ja. Na, siehst du. Ich bin bewundert, weil du ihn gestern mitgenommen hast. Immer wenn ich hier rausgehe, nehme ich den Hirsch mit. Ja. Weil tagsüber ist das hier ein normales Radiostudio und hier sind viele Kollegen und der Hirsch ist aus Porzellan und dann ging er kaputt eventuell. Weißt du, so läuft es hier bei uns. Ach so. Liebe Tatjana, alles Gute, alles Liebe. Könnte ich noch Autogrammkarten bekommen? Ja, dann leg bitte auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift nochmal. Gut. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Simone, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Simone. Ich rufe an, wir hatten schon mal vor ein paar Wochen geredet. Haben wir? Ja, ich war die Simone, die ich pullern konnte. Ach, ja. Du warst die Simone, ich muss es den Leuten erzählen, die nicht dabei waren. Du bist die Simone, die nicht pullern oder Pipi machen kann, also wenn es irgendjemand hört. Also zum Beispiel in der Wohnung von deinem Freund kannst du es nicht. Richtig, umgekehrt natürlich auch nicht. Umgekehrt auch nicht, weil du Angst hast, selbst wenn du im Häuschen abgeschlossen sitzt, da könnte irgendein Geräusch rüberkommen. Oder Gerüche halt. Ne? Oder Gerüche, natürlich, ja, klar. Und du ganz verkrampft bist und manchmal tagelang es unterdrückst oder so, ne? Ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, richtig. Ja, und ich hatte ja gesagt, also wir hatten ja ausgemacht, ich rufe da nochmal an. Ja. Und ja, also ich habe große Fortschritte gemacht. Ach, in den wenigen Wochen. Ja, du kannst stolz auf mich sein. So einen Crashkursen Pinkeln belegt ja so quasi. Ich hatte ja auch eine Postecke vorgeworfen. Ich habe mitgekriegt, nee? Ja. Und da habe ich das vorgelesen. Mein Partner und ich hatten das zusammen gehört. Genau. Und wir haben uns wirklich weggelacht. Ja, also, weil ich fand das schon recht amüsant, dass so Leute drauf geschrieben hatten. Und ja. So, jetzt erzähl uns deine Fortschritte. Ja, also ich hab das jetzt, also pinkeln kann ich jetzt ganz gut eigentlich. Und ich habe sogar einmal das große Geschäft gemacht. So, aber mit welchem Trick? Das ist ja jetzt die große Frage. Ja, Gedankenflickflack auf dem Klo. Das heißt also, was ich so zum Beispiel Verben konjugieren oder sowas. Ach. Ja. So, also, Moment, du sitzt auf dem Topf und denkst an Verben. Ja. Ganz, ganz intensiv. Ja. Und dabei vergisst du, dass das vielleicht irgendwelche Geräusche jetzt... ja, so quasi. Ehrlich, so ja, kannst du... Ja, das Verb, was ich pinkeln, so was ich pinkle, ich habe gepinkelt, ich werde gepinkelt haben. ja, so konjugieren, ja, weiß ich nicht, mache ich ja ganz gerne halt. Ja. Oder aber eben, ja, die Klospülung laufen lassen und ich glaube, es hatte auch jemand geraten, ja, so von der Postdecke. Das finde ich auch eine pfiffige Lösung. ja. Ne? Entweder die Klospülung oder man kann auch einen Wasserhahn aufdrehen, dass es richtig rauscht. Ja. Ne? Und dann geht dein Geräusch beim Pullern geht unter. ja, ne? quasi. Ja, nee, und das andere ist halt, also ich habe die ganze Zeit mit meinem Partner, also habe ich darüber gesprochen, ich habe das veralbert so quasi. Ich weiß nicht, die letzten Gespräche waren recht emasiziert, möchte ich jetzt mal so sagen, ja? Ja. Ja, also über Blähungen gesprochen und was weiß ich nicht, alles natürlich nicht gemacht oder so, ja? Halt nur darüber gesprochen, dass uns einfach in das Lustige reingezogen, ja? Und das wurde dann immer natürlicher, will ich jetzt mal sagen. Ja. Und das andere ist halt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Was ich jetzt schon wirklich erstaunlich finde, ist, dass innerhalb von weniger Zeit doch so ein Fortschritt stattgefunden hat. Weil, wenn ich mich recht erinnere, du mir damals vor ein paar Wochen erzählt hast, dass du dieses Problem schon länger hast. Ne? Richtig. Mhm. Aber hallo. Ja, weil was ich mich ja auch gefragt habe, ist, ich war ja vor diesem Partner, war ich noch mit jemand anderem zusammen, einige Jahre lang. Ja. Und hör mal, das war so, auch nach kurzer Zeit schon, ich habe auf dem Klo mein großes Geschäft verrichtet, während er gebadet hat und solche Geschichten, ja. Oder wir haben uns gegenseitig auf dem Klo besucht, um zu rauchen oder solche Sachen. Ja. Und ich habe mich einfach gefragt, so nach diesem Gespräch mit dir, ja, woran liegt das wohl, ja? Und ich habe mir selbst die Antwort gegeben, irgendwo, ich habe mich in diesen Partner gehangen und ja, mein jetziger Partner, ich bin so verliebt über beide Ohren, ja? Mhm. Wirklich, und ich möchte einfach nicht von der besten Seite zeigen, so quasi, ist klar. Und du möchtest ihn nicht verschrecken durch irgendwelche Geräusche und Gerüche. Ja. Ne? Und dann hat man auch Angst, dass das vielleicht die Erotik kaputt macht, ne? Ja, die Erotik ist ja, also die ist wirklich gewaltig, sage ich jetzt einfach mal, ja? Ja, und ich kann mir vorstellen, dass solche Gedanken, dass man Angst hat durch solche Geräusche oder so, dass man da irgendwie die erotische Welt irritiert, sage ich mal. Ja, so quasi. Obwohl, ja, nee, meine Partnerin, die geht ja auch total offen damit um, ja? Und ich verstehe es ja nicht, aber bei mir macht es ja nicht die Erotik kaputt, wenn ich dann... Also, du hast viel mit deinem Freund geredet darüber. Ja. Ne, also Moment, ich habe letztens gesagt, ich habe einen Freund, aber ich wollte meine Stimme nicht erkannt, ich habe eine Freundin. Ach, du hast eine Freundin? Ach so. Ja. Gut. Also du hast mit deiner Partnerin da viel drüber geredet. Ja. Ja. Und das hat dann auch schon ein bisschen was gebracht. Ja, ich habe ja schon vorher viel darüber geredet, aber jetzt haben wir uns echt nur ins Alberne gezogen, ja. Und nee, sie hat das Gespräch auch mit dir mitverfolgt, sie guckte ja auch regelmäßig und ja, das... Also, das ist vielleicht ist der Trick, man veralbert das Ganze ein bisschen, man konjugiert Verben, ne? Das ist wichtig. Und man lässt den Wasserhahn laufen. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, so quasi. Ich meine, okay, das funktioniert aber beim Pinkeln, ja? Ja. Und ich meine, wenn ich jetzt erzähle, wie ich das große Geschäft verrichtet habe, da muss ich wahrscheinlich hier so von einem Sitzer wegkugeln, ja? Ich habe auf dem Klo gesessen und ich habe die ganze Zeit, habe ich erstmal die Wasserspülung laufen lassen und ich habe da mit einer Flasche Parfüm von mir gestanden und ich habe die ganze Zeit nur rumgespult, ja? Und anschließend hat dann ihren Sohn angepfeift, ja, weil das Ganze... Klon ab der Fünf stank, ja? Und habe ich wieder den Verdacht gehabt. Also, das sind die kleinen Tricks, aber wenn es so funktioniert, ist es doch wunderbar. Ja, also ich bin jetzt wesentlich glücklicher und ja, auch beim Sexualleben, sag ich immer, ist einfach besser. Ja. Also die nicht mit einer vollen Blase dazu. Dein Problem hat wirklich viele Leute betroffen, das haben wir aufgrund unserer Post bemerkt. Ja, das haben wir gedacht. Also, ja, das haben wirklich viele Leute, glaube ich, dass sie sich schämen, dass irgendjemand was hört, wenn sie auf die Toilette gehen und dass sie dadurch gehemmt sind. Und jeder hat da so seinen kleinen Tricks. Aber am überzeugendsten ist mir das mit dem Wasser letztendlich. Mit dem Konjugieren der Verben ist sicher so ein kleiner schriller Trick. Gedankenablenkung, sag ich jetzt. Ja, gut, nennen wir es so, genau. Dann ist es vielleicht auch ganz okay. Super, Simone. Ja. Danke für die Rückmeldung. Ja. Und ich würde sagen, weiter so, ne? Ja, fröhliches Pinkeln. So, ja, genau, ganz genau. Ich habe eine Frage. Kriege ich ein Autogramm? Ja. Das wäre super. Kriegst du. Dafür musst du aber wieder auflegen, damit wir dich zurückrufen können. Ja, ich okay. Danke dir. Schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Tschüss. Okay. Tschüss. Und hier ist ein Mann wahrscheinlich, der heißt Metap. Stimmt das? Mechtap. Ach, eine Frau. Mechtap. Das ist ein türkischer Name? Mhm. Mechtap. Ja. Mechtap, du bist 22 Jahre alt? Mhm. Ja. Weswegen rufst du an? Ich wollte dir so einen kleinen Einblick in die türkischen Familien geben. Mhm. Und zwar geht es darum, dass es bei uns sehr unüblich ist, dass man auszieht, bevor man verheiratet ist. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein Riesenpech, was einem in die Wiege gelegt wird. Mhm. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo es langsam Zeit wird auszuziehen, was ich auch irgendwann tun werde. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich mich irgendwann entscheiden muss. Und ich habe mich schon entschieden, dass ich einfach irgendwann ausziehen werde. Und wenn ich ausziehe, werde ich hinter mir meine Eltern haben, die ziemlich unglücklich sind, unzufrieden sind und die immer dagegen sein werden. Ich muss mal inzwischen fragen, wie groß ist eure Familie, die Familie, in der du im Moment lebst? Wir sind 6 Kinder. 6 Kinder und die wohnen alle noch zu Hause? Mhm. Bist du die Älteste? Also 2 adoptiv. Ja. Also 4 sind wir von eigener Familie mhm. und 2 Adoptivkinder und die sind alle verheiratet.
Ach so, die wohnen dann nicht mehr bei euch in der Familie? Nein, ich bin nur noch die Einzige. Ach so, genau, das wollte ich jetzt wissen. Also in der kleinen Familie, im kleinen Kreis bist du jetzt die Einzige noch. Genau, und ich bin so eigentlich immer so das schwarze Schaf der Familie gewesen, die immer allen Grenzen so aufgebrochen ist, ne? Ja. Die feiern geht und etc. Und habe ich jetzt gerade das schon so richtig verstanden, dass du sagst, ich werde mich jetzt gegen diese Tradition stellen und werde mein Elternhaus verlassen, obwohl ich nicht heirate? Ja, ja. Und ich finde, dass es eigentlich ganz, ganz schlimm ist, dass man Eltern, die man liebt, unglücklich macht, die schon über 60 sind, auf die 70 zu gehen, die auch nichts für ihr Denkverhalten können. Das heißt, wenn du es machst, ist das für deine Eltern eine Katastrophe? Ja, die werden echt unglücklich. Ja, das war ganz schlimm für die. Weißt du warum? Meine Tochter hat eine eigene Wohnung. Die kann jetzt leben, wie sie will. Das heißt, auch mit Männern schlafen. Ne? Wie werden denn, wenn du das vorhast zu tun, wie werden dann deine Eltern auf dich dann reagieren? Verstoßen sie dich? Das ist die große Frage. Manchmal glaube ich, die werden mich verstoßen. Und irgendwann nach Monaten, wenn wir andauernd einander geredet haben, glaube ich, dass sie so ein bisschen halt Ruhe geben würden. Ja. Andererseits denke ich, dass sie sagen würden, nee, mit dir möchten wir überhaupt nichts zu tun haben. Leb du dein Leben, wie du es wolltest. Weißt du, wie du bist, etc. Ja. Und ich werde diejenige sein, die immer falsch denkt. Ich werde diejenige sein, die... Was natürlich für dich sehr schlimm ist, weil du dann deine Eltern verlierst, die du dir auch liebst, gehe ich mal von aus. Ja, und ich wollte eigentlich nur andeuten, dass es ganz, ganz, also das Schlimmste, was es gibt für mich persönlich, ist es, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Und noch schlimmer ist es, zwischen zwei Religionen aufzuwachsen. Und das ist etwas, ich bin 22 Jahre alt, das fängt im Kindergarten an. Aber das betrifft ja eine Riesenmenge von jungen Leuten, die in diesen beiden Kulturen hängen und auch zerrissen werden. Ich sag dir mal was. Es gibt so viele Mädels, die studieren, wo du denkst, boah, die kommt aus einer ganz modernen Familie, aber das ist nicht so. Die kommen meistens auch, studieren, die halt in einem Wohnheim leben und dadurch halt ihr eigenes Leben führen. Und lass mich zu dir nochmal kommen. Wann willst du denn diesen Schritt unternehmen? Ich denke nächstes Jahr. Ich sag mal so, ich bin ziemlich egoistisch, dass ich sagen kann, ich tue mir ein bisschen Geld zur Seite, weil ich ja gar keine Unterstützung kriegen werde. Ja, aber du hast einen Beruf? Nee, ich lerne. Du lernst. Ja. Hast du eigentlich, so etwas habe ich ja leider Gottes hier auch schon sehr oft gehört, auch Angst, dass dir aus der Familie irgendwie jemand ein Leid antut, wenn du so gegen die Tradition verstößt? Nein. Das nicht, das ist bei euch nicht so. Weißt du, was ich manchmal denke? Ich werde einfach meinen Rucksack nehmen, meine Tasche nehmen, meine Wohnung schon renoviert haben, abhauen und meinen Geschwistern vorher Bescheid sagen und meine Adresse gar nicht weitergeben. Ich werde für 2 Wochen einfach wegfliegen, Kuba, egal wohin, werde dort abschalten, ganz alleine. Und werde dann einfach mein neues Leben irgendwie anfangen. Aber das heißt, du musst dieses mit Wohnung alles heimlich organisieren, ne? Heimlich schon in die Wege leiten. Ja. Ich werde mir auch zuerst nur ein Apartment mieten. Es ist so traurig, ne? Es ist wirklich so traurig. Das ist echt schlimm. Vor allem, wenn du sagst, die Eltern sind schon alt und dass dann noch so eine Erschütterung stattfindet. Ja, finde ich total schlimm. Und noch schlimmer finde ich es, dass man vorher gar nicht mit denen darüber reden kann. Wenn ich jetzt mit denen darüber reden könnte, auch wenn ich vorher mit denen überhaupt darüber reden werde, werde ich dir überhaupt Bescheid sagen, weil ich das, glaube ich, für dich auch so interessant finde. Weil ich weiß, dass das halt für die unmöglich sein wird. Was meinst du denn, wenn es dann nochmal Gespräche gibt hinterher, was ich dir sehr wünsche oder euch sehr wünsche, wer ist denn am ehesten noch ansprechbar, die Mama oder der Papa? Mit wem hast du denn, wenn, engeren Draht? Meine Mama. Meine Mama. Und die anderen Geschwister, meinst du, dass die auch ganz empört sind? Ach, die sind, weißt du was, die sind so tolerant. Die sagen auch immer zu mir, möchte halt sagen, du bist die Jüngste, du machst das Beste. Leb dein Leben, leb es, wie du es willst. Und für die ist das immer so. Ja. Wie ist das denn bisher gewesen so im Punkt Sexualität? Hast du Erfahrung schon? Das ist eine ganz schlimme Sache. Hast du Erfahrung schon gesammelt? Nee, ich kann gar nicht. Weißt du, das ist was ganz Schlimmes. Das ist genauso wie mit dem Schweinefleisch essen. Es wird dir verboten von Anfang an. Ja. Und wenn dir das sexuelle Leben verboten wird, wie kannst du es denn machen? Das ist was ganz Schlimmes, was im Gehirn da abgeht. Aber du musst doch schon mal, du bist 22, du musst doch schon mal verknallt irgendwie gewesen sein.
Ja, klar. Ohne Ende wahrscheinlich, ne? Ja, klar, mhm. Ja, klar. Das heißt, diese Sehnsucht ist dann auch da, dass wenn du eine eigene Wohnung hast, dass du dieses Leben leben kannst. Ja, klar. Ja, das denke ich so oft, wenn ich mit Leuten so deines Alters, auch die ein bisschen jünger oder auch was älter sind, die in diesen beiden Traditionen, beiden Kulturen aufwachsen, wie schwierig das ist, beides irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Man möchte es ja beides unter einen Hut kriegen, ne? Weil man hängt ja an der Familie auch und man hängt auch an gewissen Traditionen, was ja auch okay ist, ne? Aber man will auch frei sein. Ja. Ja, meine Liebe, dann wünsche ich dir für den schweren Schritt alles Gute. Dieses Jahr oder wenn du es nächstes Jahr durchgezogen haben wirst. Ja. Alles Gute, die Sendung ist gleich vorbei. Dankeschön. Toi, toi, toi. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Michael Jansen. Morgen ist Freitag, Freitagnacht, Freitag auf Samstag. Auch wieder freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie gewohnt. Und ihr könnt immer mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss. Heute ist Freitag, der 5. März. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen: Israel regelt Palästinenser.